Ja, hallo Leute, heute möchte ich euch gerne mal was über meine US-Feldflasche von der Firma Miltec erzählen und damit fange ich jetzt auch gleich mal an. Und zwar, ja, ich benutze persönlich die US-Feldflasche von der Firma Miltec. Das hier kann man hier oben nochmal gut erkennen, Miltec. Und diese Feldflasche ist ja in einem Schutzanzug oder wie, ja, ich weiß auch nicht, wie man es so genau nennt. Aber sie ist nochmal umfasst, sage ich mal. Und das Ganze hat hier vorne nochmal eine aufgestickte Tasche, die sehr stabil aufgenäht ist. Und diese kann man zum Beispiel verwenden, um Wasseraufbereitungsmittelchen darin zu transportieren. Auf der Rückseite haben wir die zwei Gürtelschnallen, also die zwei Befestigungsklammern für die Gürtelbefestigung. Und um dieses an dem Gürtel zu befestigen, drücken wir einfach unten rein und ziehen es oben dann raus. Ja, und dann haben wir das hier, haben wir hier Spielraum und das Ganze können wir dann durch den Gürtel ziehen und so befestigen wir das Ganze dann auch wieder. Also drücken es einfach nur rein und schieben es dann runter und dann ist das Ganze auch wieder fest. Ja, zugehalten wird das Ganze hier mit zwei Druckknöpfen. Ganz normal. Und darin haben wir dann die US-Feldflasche, die hier drauf zu stehen hat: For water only, do not apply canteen to open flame or burner plates. Ja, was uns sagen soll, nur Wasser drin bewahren, um das nochmal kurz zu fassen. Die US-Feldflasche hat ein Fassungsvermögen von einem Quart, das sind circa 0,98 Liter, also ein knapper Liter, sagen wir es so, und hat eine Form, die hier ein bisschen eingewölbt ist, um es in den Alubehälter zu stellen, zu dem ich später gleich nochmal kommen werde, und ist mit einem ganz normalen Drehverschluss geschlossen, hat eine große Mundöffnung, damit man auch schnell und viel trinken kann und auch, falls man Wasser einfüllen kann, man nicht so viel daneben kippt. Die US-Feldflasche ist auch sehr, sehr dicht. Und ja, für den Preis von ca. 10 € ist das auf jeden Fall also ist auf jeden Fall in Ordnung. Und man kann diese zum Beispiel bei Cord und Zeller beziehen oder in jeglichen anderen Armeeshops, die man so auf der Straße findet. Ja, somit möchte ich gerne zu dem Alubecher, der im Inneren drin ist, kommen. Und dazu gehen wir hier einfach rein und ziehen ihn dann einfach hier so raus. So, das ist der von mir gerade eben angesprochene Alubecher. Der hat auch diese Eindellung hier, damit man die Feldflasche genau einpassen kann. Was natürlich erstmal ein bisschen Stabilität in die Tasche selbst bringt, weil diese ist sehr, sehr labberig, wenn man sie so ansieht. Hat innen drin auch Fell, um das Ganze ein bisschen zu isolieren. Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern der Aluminiumbecher. Ja, der Aluminiumbecher besteht wie gesagt aus Aluminium. Und ja, man kann sich innen auf der Innenseite zum Beispiel ein paar Markierungen einkratzen, um ja, sich sage ich mal festzumachen, wie viel Milliliter wo reinpassen. Ja, das sollten allerhöchstens so 400 Milliliter sein, dass das Ding nicht mehr umkippt, wenn man es irgendwie aus der Flamme nimmt oder so. Und jetzt habe ich es ja eigentlich schon verraten, was man damit zum Beispiel machen kann. Man kann, wenn man damit in der Natur ist, zum Beispiel, ja, sich damit was kochen oder Wasser abkochen. Dann stellt man das Ganze einfach nur so auf die Flamme. Aber dazu komme ich gleich nochmal genauer, denn dazu gehen wir nochmal raus in die Natur. Und ja, bis dahin. Wir sehen uns gleich wieder draußen. Ja, hallo, jetzt sind wir draußen in der Natur und ich möchte euch jetzt zeigen, was man alles mit dem, ja, ich sage Aluminiumbecher der US-Feldflasche alles anstellen kann. Und einer der bekanntesten Sachen ist, dass man damit kochen kann. Dazu brauchen wir erstmal ein Feuer und ich habe euch dazu ja in meinem Review schon mal gezeigt, womit das ganz gut geht. Ich werde meinen Firestarter benutzen und die Birkenrinde. Und ja, die futze ich jetzt mal ein bisschen auseinander, leg die hier rein und werde das Ganze jetzt mal versuchen.
ja, jetzt lasse ich das Ganze mal ein bisschen anbrennen. Alubehälter nehmen, ihn über die offene Flamme stellen und ja, uns Wasser abkochen oder kochen, je nachdem. Und ja, wenn es kocht, hole ich euch wieder her und zeige euch das Ganze nochmal, wie es dann aussieht. Also bis dahin. Ja, hier seht ihr, dass ich mir an der rechten und an der linken Seite einen etwas dickeren Holzstamm herangeschafft habe, um die Alubox, sage ich mal, darauf zu stellen und somit das Wasser abzukochen, dass ich den Behälter nachher auch wieder ordentlich aus der Flamme herauskriege. Da dieser sich natürlich schon echt heftig erhitzt, habe ich mir da auch noch was einfallen lassen und das zeige ich euch auch, sobald das Ganze kocht. Ja, wie ihr seht, blubbert das Ganze jetzt auch schon und dieser Alubehälter ist sehr, sehr heiß geworden und man kann ihn so mit bloßen Händen auch nicht mehr anfassen. Aber das ist eine sehr gute Alternative, was man bei vielen anderen Feldflaschen nicht hat, dass man damit auch kochen kann. Und ich habe mir hier eine Astgabel vorbereitet, mit der ich hier in diese Winkel reingehen kann und das Ganze so aus der Flamme heben kann, ohne mich dabei zu verbrennen. Ja, wenn wir schon mal an dieser Stelle sind, möchte ich euch gleich auch noch ans Herz legen, das Feuer danach auch wieder gründlich zu erlöschen. Und ja, dazu ganz simpel, einfach Wasser nehmen und das Ganze ausmachen. Ja, das Gröbste dazu erstmal verteilen. Ja, also der Boden sollte am Ende höchstens nur noch handwarme Temperaturen haben, da sich sonst der Boden nochmal entzünden kann. Und so viel dazu. Ich werde das Ganze jetzt noch gründlich auslöschen. Ja, kommen wir nun mal zum Fazit der US-Einsatzfeldflasche von der Firma Miltec. Von der Verarbeitung und der ganzen Drummerei ist das Ganze sehr, sehr gut. Jedoch muss ich einen sehr, sehr großen Abstrich machen, wieso man eigentlich diese Feldflasche nicht benutzen sollte. Und zwar ist diese nicht BPA-frei. BPA ist ein Stoff, der gesundheitsschädlich ist und der so in Kraft gesetzt wird, sobald man ihn mit Lebensmittel oder Wasser in Verbindung bringt. Ja, und da man hier natürlich Wasser und dergleichen einfüllt, kann es sein, dass man darf, also es wird nicht viel sein, aber man kann davon gesundheitliche Schäden tragen. Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Manko. Und ja, dafür gibt es auch von Nalgene, also das ist eine Firma, die stellt BPA-freie Feldflaschen her. Ja, diese sind auch klar sehr, sehr gut. Dadurch kann man sehen, wie viel Trinken man noch hat. Sind ein bisschen größer teilweise, aber von der Verarbeitung sehr, sehr gut. Kosten auch nicht mehr. Kosten auch meistens nur einen Zehner. Und das ist sehr gut, also fürs Preis-Leistungs-Verhältnis und für die Gesundheit, wenn man der nicht schaden will, natürlich umso besser. Und so viel erstmal dazu. Und damit verabschiede ich mich und macht es gut.